Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Crusader Kings 3. Und nachdem wir jetzt hier wirklich viele, viele Folgen, also über 40 Folgen schon, den Fokus vor allem auf unserem kleinen Harikela-Reich hatten, bei dem ich ja wirklich ein bisschen sehr struggle momentan, um voranzukommen, dachte ich mir, wir werfen jetzt einfach auch mal einen Blick auf den Rest der Welt. Denn während wir hier versucht haben, unser kleines bengalisches Reich auszubauen, hat sich auf der Welt ja auch einiges getan. Ich finde das teilweise sehr, sehr witzig zu gucken, wo sind denn jetzt hier eigentlich die ganzen anderen großen Reiche? Wer hat sich hier irgendwo durchgesetzt? Welche Glaubensrichtungen gibt es? Also machen wir jetzt mal einen kurzen Ausflug in die restliche Welt. Und ich gehe jetzt mal auf sehr, sehr große Entfernung, damit wir auch die entsprechenden Großreiche gut sehen. Okay, also wir haben hier zum Beispiel eine mega große Mongolei. Würden die jetzt auf den Gedanken kommen, hier mal kurz alles einzunehmen? Ja, wird es wahrscheinlich ziemlich ungesund für den restlichen Haufen hier unten. Hier in unserer Nähe gibt es direkt noch gar nicht so viel anderes Großes. Rajputana ist zum Beispiel relativ groß geworden, aber so im Vergleich zu allem anderen noch nicht so der Burner. Also gegen die Mongolen stinken die hier alle ziemlich ab. Dann gibt es Okhotsk-Il, was auch immer das jetzt sein mag. Gucken wir doch mal. Ein Khanat ist das von einem Oberhäuptling, der ganz schön unglücklich ausschaut. Gierig und Antagonist, okay. Und er raucht Haschisch, wow. Und verkriecht sich in seinem Turm. Okay, Junge, der ist offensichtlich mit seinem Job nicht ganz so zufrieden. Dann haben wir hier unten das Safaridreich, das ist ein Großamirat, also mit einem Amir. Mal gucken. Oh, das ist auch schon... Warum rauchen die alle Haschisch? Ist das so ein stressiger Job? Also im Ernst, Junge? Er ist ein bisschen reizbar, aber sehr habgierig und offensichtlich ein guter Verwalter. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich glaube mal, der macht den Job hier gar nicht so schlecht. Sein Haupterbe ist schon 43 und hat weiße Haare. Ist das ein Albino? Ah ja, Albino, klar. Cool, irgendwie. Also offensichtlich gibt es bei denen doch einige Albino-Erbgene, weil seine Tochter hier ist ein Albino, das sieht man, und einer seiner Söhne auch. Witzig. Tja, dann hätten wir hier noch das Arabischreich von Malik Ul Afdal Jamil Ibn Saud. Okay, der hat sich hier natürlich auf dieser arabischen Halbinsel breit gemacht, logisch. Dann hätten wir hier unten Nubien und Abyssinien, die ein bisschen größer sind, auch Ägypten. Hier unten wäre eigentlich zu Spielstart Ghana gewesen. Das scheint wohl inzwischen ziemlich auseinandergefallen zu sein. Was haben wir denn hier noch? Das Byzantinische Kaiserreich hat sich hier ganz schön fett breit gemacht. Okay. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wer herrscht denn da gerade? Oh, ein sehr junger Basilius. Konstantinos der Neunte. Der ist gerade 5. Oh weia. Also offensichtlich gab es da in dieser Familie auch so ein paar Erbprobleme. Er lag seinen Verletzungen. Uiuiui. Starb an den Folgen ihrer Fettleibigkeit. Ei, das ist keine gesunde Familie. Okay, der Papst hat sich hier auch ein bisschen ausgebreitet. Hat sich ein etwas größeres Reich geschaffen. Dann haben wir hier das Atfunsit-Sultanat. Okay. Die hier sagen mir ehrlich gesagt auch nichts. Aber auch der raucht Haschisch. Also offensichtlich ist Haschischrauchen auf meiner Welt hier sehr verbreitet. Okay, Junge. Ist okay. Und er ist ein Sajid. Ein Erbe des Propheten. Schrägstrich ein Nachkomme des Propheten. Das gibt ihm natürlich bei allen Leuten, die dem Islam angehören, ein bisschen besseres Standing. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben das Ostfrankenreich und Polen ist jetzt auch nicht gerade klein. England ist ein Flickenteppich, der richtig übel aussieht. Die Schweden haben sich nach Schottland und Irland ausgebreitet. Ja. Guinness? Ehrlich? Oh nee, Guinness. Okay, das ist französisch. Ich dachte schon, eine Baronie namens Guinness oder so. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, Anjou hat ein bisschen größere Besitzungen, aber Barcelona... Okay, Barcelona hat sich halb Südfrankreich gekrallt. Auch nicht schlecht. Und Schweden hängt in Nordspanien rum. Also die Schweden sind offensichtlich sehr rührig, was das Erobern angeht. Und hier haben wir das Oberhäuptlingtum von Ajedje. Uiuiui, okay, wer ist das? Okay, der
Ist das ein Kerl? Sieht aus wie ein Kerl. Sieht so ein bisschen wild aus. Seine Frau ist im Gefängnis. Ja, offensichtlich haben die eine sehr glückliche Familiengeschichte und der hat eine unglaubliche Menge an Bonussachen. Ist ja auch mal krass. Was ist denn das? Verschwenderisch, okay. Er laucht. Also ein guter Diplomat ist er. Und hat seine Familie voll unter Kontrolle, hat sich aber inzwischen auch wieder in seinen Turm zurückgezogen. Ja, die Herrschaft ist halt stressig. Und was ist bei Schweden? Oh, in Schweden herrscht eine Königin, die Asrava von Schweden. Ist allerdings momentan unverheiratet und hat auch schon eine Pilgerreise unternommen und säuft wie ein Loch. Wow. Also irgendwie scheint das Herrschen eine nicht unbedingt gesunde Sache zu sein. Die Leute haben alle so ein bisschen schlechte Eigenschaften. Hier haben wir einen Khanat namens Jukra. Ja, die sehen eigentlich ganz entspannt aus. Und was haben wir noch Schönes? Galicia Volhynia. Okay. Auch nicht schlecht. Das scheint Okolnichi. Das klingt ein bisschen ungarisch. Also die haben sich dann wohl hier so in die Richtung entwickelt. Ja, witzig. Also ich finde es spannend. Schauen wir doch mal, welche Religionen vorherrschen. Okay, hier ist der tengrische Glaube. Dann haben wir hier Ascharitisch. Okay. Das scheint wohl irgendwie eine Art Islam-Unterart zu sein. Hier unten sind die Kopten. Hier sind die Ibaditen. Okay. Eigentlich sind die Ibaditen so heutzutage hier. Hier sind sie in Afrika. Warum nicht? Was haben wir hier noch? Orisaisch. Okay, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nichts. Was haben wir noch? Katholisch? Oh, das ist aber nicht sonderlich ausgebreitet. Also das Katholische hat sich jetzt bis auf Frankreich und einen Teil von, ja, hier Niederlande und ein bisschen Deutschland dürfte das sein. Oh, what the fuck? Asatruisch. Okay, also die Schweden haben ihre Glaubensrichtung mitgenommen. Hier oben ist es Suomenossukanisch. Wow. Da braucht man erstmal so einen kleinen Zungenbrecher, bis man sich das angeguckt hat. Also letztendlich haben wir hier sehr viel interessante Konstellationen. Wir sind hier unten die ganz wenigen Shiva-Gläubigen. Hier oben gibt es noch ein paar. Aber ansonsten ist da jetzt nicht mehr so viel. Und hier sind eigentlich unsere heiligen Stätten. Scheiße. Die sind von allen anderen irgendwie beherrscht. Das heißt, wir müssen rein theoretisch mal in diese Richtung so ein bisschen erobern. Wow. Und hier unten glauben sie an Vishnu. Und hier glauben sie an Shrikula-Shaktismus. Ach du Scheiße. Kann doch kein Mensch aussprechen. Und hier Nang Shosish. Oh Gott. Oh. Shosish. Oh Gott. Im Ernst. Das ist ja grausam. Also, die Welt sieht jetzt nicht unspannend aus. Aber unser Papst hier, der hat echt verloren. Also, er muss hier definitiv noch ein bisschen arbeiten, glaube ich. Aber genug des Überblicks. Ich denke mal, wir widmen uns jetzt wieder unserem kleinen Reich in der Hoffnung, dass wir das irgendwann hinkriegen. Und hier würde ich eigentlich verdammt gerne mal ein bisschen Krieg erklären. Oh, die verlieren hier gerade. Angreifen gegen den Häuptling Tenzin von Sumdo. Okay. Und die kämpfen um Sumdo. Wo auch immer Sumdo sein mag. So, das ist der Verteidiger. Huch. What? Oh, ich hasse es. Ah. Komm mal, Kumpel. Hä? Ist jetzt blöd? So, hier. Unabhängig. Ach, das ist hier oben. Ah, das gehört hier dazu. Okay. Schade. Ich hatte schon gedacht, ich könnte hier vielleicht nochmal irgendwie was abgreifen. Aber da haben wir ja in der letzten Folge ein bisschen Unfrieden gestiftet. Mal schauen, wie wir das dieses Mal hinkriegen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen von dem Gedanken beseelt, bei diesen großen Reichen mal so ein bisschen auf den Kopf zu hauen. Also zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es eine Erbfolge gibt oder so. Und dass die dann auch ein bisschen auseinanderbrechen, weil es einfach genügend Erben gibt. Offensichtlich haben die hier aber auch eine Erbfolge, in der Frauen kein Problem sind. Das finde ich interessant. Weil hier unten darf ja immer nur ein Kerl irgendwie erben.
Und der hier hat einen männlichen Erben. Also im Grunde haben wir nicht mehr so viele Möglichkeiten, uns wirklich auszubreiten. Wir müssten uns jetzt unser Zeug mal zurückholen. Das heißt, hupsa. Uiuiui. Ach, nicht schon wieder. Ach, okay. Also ich kann jetzt mal wieder meinen Ratsspitzel über den grünen Klee loben. Das kostet mich 75 Prestige. Das ist aber nicht schlimm. Das haben wir eh genug. Hier, bitteschön. Du bist ein toller Typ. Sei mir ein netter Spitzel. Und jetzt, inzwischen mag er mich auch auf 100. Insofern haben wir da jetzt kein Problem mehr. Das ist sehr schön. Nur der Puro-Hit ist jetzt halt einfach nicht so der Burner. So, ich gucke mal meine Möglichkeiten an. Was habe ich denn jetzt hier? Ich könnte Kriege erklären. Oh. Ja, gut. Ich müsste hier rein theoretisch Google irgendwie wieder zurückerobern. Würde ich das hier tun? Die sind uns weit unterlegen. Echt jetzt? Wow. Ja, was soll's. Wir brauchen eigentlich unser Zeug wieder zurück. So. Okay, Verteidiger des Verbündeter des Feindes tritt bei. Wer ist das denn jetzt hier? Das sind die hier hinten. Ja, kannst du mal machen. Wir müssen ja erstmal hier ein bisschen zurande kommen. Also rein theoretisch müssen wir jetzt erstmal Ruge hinkriegen. Und wir holen uns jetzt erstmal jemanden selbst in den Krieg. So, bitte, Kriegs in den Krieg rufen. Komm. Wir feuern hier mal ein bisschen auf den Kopf. So, dann holen wir uns jetzt erstmal unsere Armee. So, den Sammelpunkt setzen wir bitte hier hin. Und heben dann erstmal die Armee aus. Ach ja. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Na klar, du kämpfst ja hier mal mit. Wunderbar. Gut, dass wir unsere freundlichen Jungs noch ausgehoben haben. Ach ja. Okay, wir haben auch genügend Geld in der Hinterhand. Das ist schon mal sehr hilfreich. Weil, wir verlieren 1,5 im Monat. Das Lustige ist jetzt, wir haben ja diese fetten Kriegselefanten. Ich hoffe mal, das hilft bei der Belagerung auch ein bisschen. Und natürlich auch bei Feldschlachten. Ich bin jetzt gespannt, wann und wie hier die Gegner vorbeikommen. Wir werden ja jetzt etwas längere Wege haben, leider. Und leider müssen wir hier jetzt auch über Berge. Das ist ein bisschen ätzend. Deswegen hole ich mir halt zuerst mal dieses Land. In der Hoffnung, dass wir eine Chance haben, überhaupt ein bisschen den Fuß auf den Boden zu kriegen. Mal gucken, wie weit das jetzt überhaupt funktioniert auf Dauer. So. Huch. Okay, jetzt haben wir auch noch Krieg mit dem Typen. Ratchagopan Draraya von Kolitratsch. Okay, da bin ich mal gespannt. Kannst ja auch gerne vorbeikommen, Kumpel. Das ist ja mal frech. Ah, die möchten gerne Manipur haben. Okay. Na, mal gucken. Dann komm halt vorbei, Kumpel. Huch. Keine Pause bitte, sondern kämpfen. Alter, die kommen jetzt hier alle fett vorbei. Uiuiui. Na, da bin ich mal gespannt, wie viel ich auf den Kopf kriege. Das wäre jetzt natürlich so ein bisschen unerfreulich. Aber glücklicherweise haben wir ja ein paar Unterstützer, die uns ein bisschen helfen. Na, mal schauen. Erstmal hier erobern, dann können wir weiterschauen. Dann werde ich auf jeden Fall auch mal kurz gleich hier rüber und die entsprechenden Ländereien hier einnehmen, wenn wir eh schon hier in der Gegend sind. Oh, hier kommt der Feind, wa? Oder was? Nee, das ist eine neutrale Armee. Oh, was kommt denn hier? Sind das jetzt hier unsere Gegner? What the fuck? Echt jetzt? Hoffentlich nicht. Sonst wird das eher unerfreulich. So, wir haben hier Gefangene gemacht. Wir sind hier schon mal einen Schritt weiter. Das ist schön. So. Na, dann gehen wir mal eben hier vorbei.
Wenn wir schon in der Gegend sind. Oh, neuer Vorzug verfügbar. Sehr schön. Nehmen wir doch gleich mal den Entführer. Und sagen hier freundlich Hallo. Vielleicht schaffen wir es ja hier auch ein bisschen über Zeit zu arbeiten. Das wäre natürlich erfreulich. Weil ich meine, die müssen ja erstmal herkommen und rumstressen. Bisher tut sich ja noch nicht allzu viel. Bin mal gespannt. Ach Gott, ich liebe Kriegsführung. Not. Das sind jetzt unsere Verbündeten. Ich frage mich allerdings, was die jetzt tun. Wo genau lauft ihr denn jetzt hin? Weil ich meine, ich bin hier ja schon fertig, liebe Leute. Ist ja jetzt nicht so, als müsstet ihr hier jetzt noch groß was tun. Ha. Ah, guck mal, da kommen sie. Und wollen rumstressen. Wow, das sind jetzt nicht gerade wenige. Oh, die haben Söldner gekauft. I see. Ah, das ist aber mal nicht nett. Söldner kaufen ist fies. Sowas macht man nicht. Ah. Ja, mal gucken. An Bikrampur werden sie sich auf jeden Fall so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, da sind sie schon. Wo lauft ihr denn jetzt hin? Hä? Außenrum oder was? Wahrscheinlich wollen die sich erstmal Manipur holen. Das könnte sein. Ah, okay, die teilen sich. I see. Okay. Gucken wir doch mal, was das jetzt hier gibt. Wollt ihr jetzt hier rumstressen oder was? Wäre natürlich ganz gut, wenn ich bei mir zu Hause erstmal wieder meine Leute auffüllen könnte. Irgendwie wollt ihr nicht kämpfen oder was? Oder holt ihr noch mehr Leute? Ich hoffe mal nicht. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Ich guck mal eben, ob ich irgendwas engagieren kann. Oh wei. Die ganzen Billigen haben sie natürlich alle schon weg engagiert, so ein Shit. Ah. Ja gut, dann halt nicht. Schauen wir doch mal, was das hier jetzt wird. Marschiert ihr jetzt hier außen rum oder was? Ah, okay. Oder doch nicht? Also ich bin etwas irritiert, ehrlich gesagt. Ich frage mich, ob sie jetzt hier unten nach Sandowell gehen. Mal gucken. Weil ich meine, durch diese ganze Rummarschiererei verlieren sie ja durchaus auch mal Leute. Oh, kommt ihr jetzt hier rum? Ah, okay. Oder fahrt ihr jetzt hier außen rum? Okay. Dann laufen wir doch mal. Okay. Was machen die denn da? Das ist irgendwie sehr irritierend. Oh, da ist mal wieder jemand im Kerker gestorben. Ja, sowas Dummes aber auch. Okay, die laufen oben rum und wollen nach Manipur wahrscheinlich. Warte mal. Dann fangen wir euch doch hier einfach mal ab. Das geht doch auch. Oh, und hier kommt noch mal eine Armee. Haha. Das ist aber nicht nett, Leute. Sowas macht man nicht. Okay. Mal schauen, wer zuerst da ist, aber ich glaube, das bin ich. Na, wird das was? Ich glaube, die können sich gerade noch nicht so recht entscheiden, was sie wollen. Sind das hier? Das sind auch Feindarmeen. Okay. Was zur Hölle macht ihr da eigentlich? Hanlan steht unter Be Okay. Nee, doch nicht. Ich habe das Gefühl, die wollen sich jetzt hier irgendwie zusammenhauen.
Ah, okay, es geht hier lang. Gut, dann, wenn ihr euch hier auseinanderzieht, dann komme ich mal zu Besuch. Das kriegen wir schon hin. Hauen wir euch mal auf den Kopf. Eieiei. Na, das wird jetzt erfreulich hier. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Ah, wir warten hier mal. Nein, nein. Ah, fuck. Okay, gucken wir mal, ob wir da irgendwie einen Blumentopf gewinnen. Ah, das sieht jetzt aber nicht so gut aus für uns. Ah, scheiße. Oh, weia. Na, das könnte jetzt schmerzhaft werden hier. Hallo? Hilf mir doch mal, du Arsch. Unterstützung. Takur Rajabata ist besorgt über den Verlauf des Krieges, in den ich derzeit involviert bin, und hat in seine Schatzkammer gegriffen, um meine Bemühungen zu unterstützen. Oh wow, das ist ja mal geil. Dankeschön. 75 Gold? Nice. Oh wei, das sieht jetzt nicht so schön aus hier. Oh weia. Mein Chauvier Pratap Narayan Roy wurde verwundet und sein Fleisch ist faulig und angespannt. Wenn die richtige Behandlung angewandt wird und Vaiteshvaran sich gnädig zeigt, sollte er überleben. Es gibt nichts, was wir tun können. Ui, oh, oh, nicht schön. Und ich habe mal wieder Dinge erfahren, die ich nicht wissen wollte. So, und haben wir gewonnen? Ja, sehr schön. Okay, jetzt werden wir hier belagert. Aber wir können hier ja zumindest mal draufhauen. Puh, jetzt müssen wir erstmal kurz wieder Leute replenischen. Oh, wir haben ein totes Ratsmitglied. Okay, mal kurz Pause und was Neues suchen. Der Ratsmarschall, den hat's erwischt. Okay. Wen hätten wir denn hier? Oh, 15 hätte die immerhin. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier, bitteschön. Du darfst gerne unser Ratsmarschall sein. Ja, ihr Lieben, wir führen ja jetzt gerade so ein bisschen Krieg. Das heißt, wir werden uns dann auch in der nächsten Folge sicherlich damit beschäftigen, hier ein bisschen Spaß zu haben. Mal gucken, was daraus noch wird. Danke, dass ihr wieder mit reingeguckt habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben, und tschüss!